Anja Zorob, in Ägypten und Tunesien, um den Bogen noch ein bisschen weiter zu spannen, sogar zur Arabischen Revolution, gab es relativ stark, auch in den hiesigen Medien vertreten, immer die These, dass ganz stark die Jugendarbeitslosigkeit, wirtschaftliche Komponenten Auslöser oder Mitauslöser dieser Revolution gewesen sind. Syrien scheint ja zumindest auf den ersten Betrachtung her deutlich komplexer. Es stimmt, die Revolution fängt im strukturschwachen und ärmeren Süden an und erreicht nicht die Zentren. Aber auf der anderen Seite hat man, im Gegensatz zum Beispiel zu Ägypten, noch einen Staat, der zumindest einigermaßen das sozialistische Wohlfahrtsversprechen aufrechterhält. Oder auch nicht. Vielleicht kannst du uns einfach nochmal einen Einblick geben, wie stark ist die ökonomische Komponente und wie stark war denn dieses Wohlfahrtsversprechen zu dem Zeitpunkt der Revolution wirklich noch konsistent? Also ich würde mich da voll meiner Vorrednerin anschließen. Sozialismus in Syrien hat es allenfalls zwischen der Familie gegeben. Wenn überhaupt einmal, und der Grund dafür, dass es in der syrischen Verfassung 1973 gelandet ist, waren vielleicht die Zeit in den 1960er Jahren, vor allem die zweite Hälfte der 1960er Jahre, als tatsächlich viele Unternehmen nationalisiert wurden, vor allem die Ölförderung nationalisiert und so weiter. Aber das liegt lange, lange zurück. Schon Hafez al-Assad hat einiges geändert in dieser Hinsicht und hat sich eben, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo Politik und Wirtschaft zusammenkommen, hat sich Verbündete geschaffen im privaten Sektor, vor allem unter der Händlerelite und auch denjenigen, die für Importsubstitution arbeiten. Unter Bashar al-Assad würde ich sagen, Sozialismus, wo war da bitte der Sozialismus? Bashar al-Assad hat ein wirtschaftliches Reformprogramm durchgezogen, da hat sich der IWF ein Fäustchen gelacht. Da hat sich IWF gefreut über diesen neoliberalen Musterknaben, der seinesgleichen sucht in der Region, auch wenn Syrien nicht offiziell sich an den IWF gewandt hat in den 2000ern und kein Strukturanpassungsprogramm durchgeführt hat. Aber was tatsächlich gelaufen ist, es wurden weitreichende ökonomische Reformen durchgeführt. Es wurde gleichzeitig auch mit großer deutscher Unterstützung, die deutsche GTZ war mit einem Riesenkonsortium vor Ort, es wurde ein Fünfjahresplan aufgestellt für die Zeit von 2006 bis 2010, der viel Wert, Hebra al-Alwara, also Tinte ist geduldig, Papier ist geduldig, viel Wert darauf gelegt hat, die Armut zu bekämpfen in Syrien, die Regionen zu fördern, also Provinzen wie Daraa, wie Idlib und so weiter zu fördern, die Jugendarbeitslosigkeit einzudämmen, die Frauen zu fördern und dergleichen mehr. Das hat sich gelesen wie ein UN-IWF-Weltbank-Programm. Also eigentlich hätte Syrien nach 2010 super dastehen müssen. Das Problem war, es ist alles nach hinten losgegangen, beziehungsweise es ist nicht viel passiert. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass es in Daraa angefangen hat. Daraa ist eigentlich eine der Kornkammern Syriens, wird viel Weizen, Getreide, wird viel Früchte und Gemüse angebaut. Jetzt liegt natürlich alles brach. Idlib genauso. Idlib ist bekannt für Oliven, für Nüsse und so weiter. Diese Gebiete haben in den letzten Jahren schwere Einbußen hinnehmen müssen, vor allem dadurch, es gab in den 2000ern mehrere schwere Dürrejahre. Und das hat natürlich der Landwirtschaft und damit dem größten Teil der Bevölkerung dort extrem zugesetzt. Und man hat sich aber auf der anderen Seite auch nicht darum gekümmert, in Damaskus, in der Regierung, die Menschen weiter zu unterstützen, sondern man hat, so wie das der IWF normalerweise gerne vorschreiben würde, Subventionen stetig abgebaut und dadurch diese Menschen immer stärker in Bedrängnis gebracht. In Daraa, und das wollte ich auch noch mal, da wollte ich auch kurz einhaken, was in Daraa als allererstes gebrannt hat, war eine Baszentrale und Syriatel, nämlich eine Niederlassung von Rami Makhloufs Telekom, seinem Mobilfunkunternehmen. Kein Wunder. Rami Makhlouf gilt als derjenige, der quasi, ohne den es
eigentlich keine Investitionen mehr in diesem Land gab in den letzten Jahren. Wollte man ein größeres Geschäft aufbauen, auch als ausländischer Investor, wurde gesagt, kann man an ihm eigentlich nicht vorbei. Um das, den Bogen aber ein bisschen weiter zu schlagen, jetzt, du hast ja gesagt, Ägypten, Tunesien und so weiter. Grundsätzlich sagt man, sozioökonomische Gründe in Verbindung mit politischen Gründen, warum es zum Ausbruch dieser Revolutionen kam, ist der Zusammenbruch des sogenannten Authoritarian Bargain. Was ist der Authoritarian Bargain? Das ist dieses miese Geschäft, dieser miese Deal, der jahrzehntelang die Beziehungen zwischen Staat und Bevölkerungen strukturiert hat und auf das sich offenbar ziemlich viele ja entweder eingelassen haben oder haben einlassen müssen, schlicht und ergreifend aufgrund der Repression. Und das ist, dass man auf politische Rechte weitestgehend verzichtet, im Gegenzug dazu aber gewisse wirtschaftliche, soziale Sicherheiten bekommt. Sprich, ein Arbeitsplatz, vor allem beim Staat. Syrien hat nicht umsonst den größten öffentlichen Sektor, die größte öffentliche Bürokratie in der ganzen Region. Also, das will was heißen. Nur, da ist eben in den letzten Jahren einiges passiert. Es gab keine Neueinstellungen mehr beim Staat. Da kommen wir zu den drei großen Ebenen, den sozioökonomischen Gründen, warum es vor allem junge Menschen auf die Straßen getrieben hat und immer noch treibt. Es ist auch in Ägypten nicht zu Ende, es ist in Tunesien nicht zu Ende. Der Kampf geht weiter. Das ist einmal, dass es in den letzten Jahren ein Wachstum ohne Arbeitsplätze gab. Schaut man sich die offiziellen Zahlen an, Ägypten, Tunesien, auch Syrien ist in den 2000ern gut gewachsen. 4, 5, 6%, nicht ganz so dick wie Ägypten, aber trotzdem. Auf der anderen Seite aber ist die Arbeitslosigkeit gewachsen und vor allem unter den jungen Menschen gewachsen. Jetzt muss man dazu sagen, offizielle Zahlen sagen in Syrien natürlich was anderes, aber wer glaubt offiziellen Zahlen in Syrien? Der Bevölkerungsanteil junger Menschen in Syrien, also von solchen zwischen 15 und 24 Jahren, ist extrem hoch. Selbst im Vergleich, im regionalen Vergleich, über 20% der Bevölkerung gehören dieser Einkommensgruppe an. Syrische Ökonomen haben schon Anfang der 90er Jahre immer davor gewarnt, genau davor gewarnt, was jetzt passiert, dass die jungen Menschen, die jährlich neu auf den Arbeitsmarkt stoßen, keine Chance haben, irgendeinen Job zu bekommen. Ich weiß, das hat Nabil Sukar, einer der bekanntesten syrischen Ökonomen, schon in den 1990 oder 91 in einem seiner Vorträge gesagt. Wir haben jährlich 200.000 bis 300.000 junge Syrer, die neu auf den Arbeitsmarkt treffen und die haben keine Chance. Keine Chance, irgendeinen Arbeitsplatz zu bekommen. Das Problem ist jetzt, während Tunesien oder Marokko den sogenannten Youth Bulge schon hinter sich hat, steht der in Syrien noch bevor. Also der Peak dieses Überhangs von vielen jungen Menschen, was ja ein, auf der anderen Seite aber auch ein Vorteil sein kann für die Zukunft, der ist in Syrien noch gar nicht erreicht. Dann haben wir die zweite Ebene. Das ist neben der Arbeitslosigkeit die Armut und die ungerechte Einkommensverteilung. Ich sage es ganz kurz, die Armut hat trotz des viel beschrienen und viel besagten, viel gelobten, auch von deutscher Seite, viel gelobten 10. Fünfjahresplans zugenommen. Die Menschen, die in Syrien unter extremer Armut leiden, sind 12%, sind angestiegen in den letzten 10 Jahren unter Bashar al-Assad. Nehmen wir die obere Armutsgrenze, da haben wir dann einen internationalen Dollar mehr, dann sind wir bei 1/3 der ganzen syrischen Bevölkerung. Und das ist ein Wort. 1/3 der syrischen Bevölkerung, das sich gerade mal ebenso über Wasser halten kann. Zum Dritten, es gibt sowas wie einen Gini-Koeffizienten, wissen alle Entwicklungspolitiker, der gibt an, wie ungerecht Einkommen in der Bevölkerung verteilt ist. Syrien hat einen mit der höchsten Gini-Koeffizienten unter den arabischen Staaten
Und der hat sich erhöht, der hat sich ausgeweitet in den letzten Jahren. Aber es reicht auch, wenn Sie in Damaskus, in Aleppo oder sonst irgendwo in den letzten Jahren mal durch die Straßen gegangen sind. Auf der einen Seite gehen Sie in Abu Romane rum, absoluter Reichtum, der vor 10 Jahren noch überhaupt nicht denkbar war, noch gar nicht ersichtlich war, gehen 3 Ecken weiter und da schlägt Ihnen die bittere Armut ins Gesicht. Und das ist, wenn jemand mal in Syrien war, Ende der 80er, Anfang der 1990er Jahre, das war nicht zu sehen. Das war vielleicht in Ägypten schon zu sehen, aber nicht in Syrien. Dritte Ebene, 1 Minute. Ich weiß, wir reden immer viel zu lang. Korruption. Sie hat es ja schon angesprochen. Ich brauche da gar nicht viel hinzuzufügen. Die syrische Wirtschaft teilt sich auf unter ein paar Oligarchen, die Schnippchen unter sich verteilen. Die selbst ja quasi die Reformen der letzten Jahre nach ihrem Maß gestrickt haben, die über direkten Einfluss in die höchsten Ränge verfügen. Deswegen war es auch kein Wunder, dass man jetzt im März letzten Jahres, im April letzten Jahres auch gleich erstmal das ganze Reformteam aufgewechselt hat in der syrischen Regierung, hat die als Buhmänner versucht darzustellen, was aber, glaube ich, niemand wirklich gewürdigt hat, weil es war nicht zu würdigen. Ist egal. Die Reformen, die gerade in den letzten 3 Jahren durchgeführt wurden in Syrien, waren nicht für die Bevölkerung, die waren nur für die Taschen der paar großen Oligarchen und Familien. Von sozusagen der Frage ein bisschen nochmal wegzugehen kurz, was die Opposition macht, vielleicht nochmal so eine einigermaßen kleine Einschätzung von dir zu Seiten des Regimes, vor allem zu der Frage, wie geht es denn Syrien ökonomisch sozusagen heute? Hoppla. Also auf der einen Seite hört man immer wieder, dass die Wechselkurse auf dem Schwarzmarkt inzwischen extrem gestiegen sind. Das heißt, auf der anderen Seite kriegen wir von unseren Aktivisten, dass die Produkte dementsprechend deutlich teurer geworden sind. Es gibt Stromausfälle. Das heißt, es scheint irgendwas sich in der Wirtschaft zu tun. Es gab von den Golfstaaten, die teilweise die diplomatischen Beziehungen abgebrochen haben, gab es erste wirtschaftliche Sanktionen. Vor allem gab es aber auch europäische Sanktionen. Das Wichtigste ist vielleicht der Ölhandel. Vielleicht kannst du uns noch mal eine kurze Einschätzung dazu geben. Erstens, wirken diese Sanktionen? Was ist sozusagen Status in der syrischen Wirtschaft? Wie geht es? Es braucht ja viel Geld, um diese ganzen militärischen Auseinandersetzungen, die das Regime dort führt, zu bezahlen. Und aber auch nochmal vielleicht einen Fokus darauf zu legen, was haben diese europäischen Sanktionen gemacht? Waren sie wirkungsvoll, waren sie schädigend in diese Richtung? Ja, da müsste man erstmal mit einer Erklärung haben, was definieren wir jetzt als Wirkung einer Sanktion? Wenn wir als Wirkung einer Sanktion definieren, dass sie den Spielraum eines Regimes wie dem syrischen einengen soll, um an internationale Gelder zu kommen, um Waffen zu finanzieren? Oder definieren wir es gleich ganz strikt, dass wir sagen, dass das Regime zurücktritt? Letzteres würde ich glatt vermeiden, weil dann wären wir dabei, dann müssten wir glatt sagen, nein, das hat bis jetzt nicht geklappt. Aber was die Sanktionen tatsächlich bewirkt haben, vor allem die europäischen Sanktionen, nämlich das Ölembargo vor allen Dingen, das letztes Jahr in Kraft getreten ist, dass die syrischen Ölexporte und auch die Produktion sich stark verringert haben im Ende des letzten Jahres und dadurch natürlich auch Geld fehlt, Devisen fehlt. Was aber leider das Regime bislang nicht daran hindert, sich weiter zu bewaffnen, was auch zum Beispiel etliche syrische Banken nicht daran hindert, auch die Zentralbank nicht daran hindert, trotz dass sie auf der Sanktionsliste stehen, weiter Geschäfte zu betreiben. Dazu muss man sagen, dass es gewisse Umwege gibt, die diese Banken nehmen können, um sich weiter zu refinanzieren oder auch Geschäfte tatsächlich vornehmen zu können international. Traurig ist, wie ich ganz kürzlich jetzt erst erfahren habe, dass Syrien von einigen Verbündeten Öl und vor allem auch Ölprodukte bekommt. Dazu muss man vielleicht erklären,
Syrien ist seit 2007 schon wieder Nettoölimporteur. Syrien kann selbst, obwohl es ein großer Ölexporteur ist, relativ, ja, im Vergleich zu den anderen Staaten, ein ganz kleiner nur, muss es vor allem raffinierte Produkte, also Benzin, Diesel und so weiter, Diesel vor allem, muss es einführen, weil die eigenen Raffineriekapazitäten nicht ausreichen. Dadurch kam natürlich die syrische Regierung in eine ziemliche Bedrängnis mit den Sanktionen, mit den europäischen Sanktionen, vor allem, weil die auch darauf abzielten, dass Lieferungen nicht nur von Öl, sondern auch von Ölprodukten nicht mehr versichert werden können. Das heißt, Sanktionen wurden auch gegen Versicherer entlassen. Man hat erst anfangs getönt im Ölministerium, ach, macht uns alles nichts, wir können zwar nicht mehr in die EU Öl exportieren, aber wir finden alternative Abnehmer. Dem ist eben nicht so. Offenbar gibt es noch kaum alternative Abnehmer, aber was ich gerade eben ja schon gesagt habe, man bekommt zum Beispiel Produkte aus Venezuela, aus Russland und aus Russland leider über europäische Firmen, die das Geschäft abwickeln, über griechische Firmen. Griechische und belgische, wie ich jetzt ganz kürzlich gelesen habe, die damit die EU-Sanktionen unterlaufen. Und wie wir sich alle denken können, wird mit dem Diesel, der da eingeführt wird, wohl kaum Traktoren befüllt, die in der Landwirtschaft gebraucht werden, sondern Diesel braucht man auch für Panzer. Ganz einfach. Wie sieht es momentan mit der Lage der Wirtschaft aus? Das Problem ist, Daten gibt es quasi keine. Man muss sich verlassen auf das, was man an anekdotischem Wissen entweder erzählt bekommt oder über die Medien mitbekommt. Die Wirtschaft gerät immer stärker in Bedrängnis, einmal durch die Sanktionen, aber vor allem natürlich durch die Proteste selber, vor allem durch die Zerstörung, die dieses Regime anrichtet. In Idlib, in Der'a, in Homs, in Hama. Und da werden wir jetzt demnächst noch ein ganz großes Problem haben. Bis jetzt konnte sich Syrien selbst in den Dürrejahren brüsten damit, dass sie sich quasi selber ernähren können. Dass sie vor allem viel Weizen ausbauen, wobei es auch in Dürrejahren knapp wurde. Aber jetzt... Und diese Wirkungen werden wir erst im Frühjahr, im späten Frühjahr, im Sommer richtig merken. Die Anbaugebiete in Der'a, in Idlib, auch in Homs, zwischen Homs und Hama, Riesenanbaugebiete, die liegen brach, die können nicht mehr bestellt werden. Die Düngemittel fehlen, das Saatgut fehlt. Subventionen dafür wurden ja alles gestrichen oder werden nicht ausgegeben, weil das Geld, was noch da ist, wird in die Rüstung gesteckt, wird in Waffenkäufe gesteckt. Das heißt, demnächst wird es ein riesengroßes Problem geben, dass nicht mehr genug da ist. Die Preise sind jetzt schon ins Horrende gestiegen. Das erinnert alles, sowohl was Stromabschaltungen betrifft, was Brotpreise betrifft, was Mieten und so weiter betrifft, an die 80er Jahre, an Verhältnisse der 80er Jahre in Syrien, Anfang der 90er Jahre auch noch. Da war es ganz normal, dass man 4-6 Stunden Stromsperre hatte. In Baramke, selbst in Innenstadtvierteln, wie in Baramke zum Beispiel oder in Messe und so weiter. Das ist jetzt wieder völlig an der Tagesordnung, in den belagerten Städten natürlich umso mehr. Die Krux dabei ist aber, es kam vor 3 Tagen ein ganz aktueller Bericht von SIPRI heraus. Die besagen, dass zwischen 2006 und 2011, zwischen 2007 und 2011, die syrischen Rüstungsimporte sich versechsfacht haben. Größter Lieferant ist Russland. Russland liefert an die 80% der syrischen Rüstungsimporte. Jetzt können Sie dreimal raten, warum Russland ein Veto einlegt. Nehmen Sie dann noch dazu, dass Tartus der letzte Hafen ist, den die Russen in der ganzen Region haben, im ganzen Mittelmeer. Und dass Syrien der letzte Alliierte ist, dieses Regime. Dann wird klar, warum die Russen nicht im Traum daran denken, sich auf die Seite derjenigen zu stellen, die dem syrischen Volk beistehen wollen. Im Gegenteil.
Man könnte natürlich Russland auf den Leib rücken. Aber ich glaube, das werden wir dann in der nächsten Runde besprechen. Da will ich es mal dabei belassen. Also kurzum, in Zusammenfassung, die Wirtschaft leidet ungemein. Sie leidet A, natürlich durch die Sanktionen, weil die immer weitergegeben werden an die Bevölkerung, was aber nicht heißt, dass die Sanktionen Unsinn sind. Das können wir gerne diskutieren. Zweitens aber dadurch durch die enorme Zerstörung und drittens auch durch die unsäglichen Kontermaßnahmen der syrischen Regierung. Jetzt hast du es schon angedeutet und jetzt interessiert es mich ja doch schon gleich sehr, wie können wir denn Russland auf den Leib rücken? Ja gut, auf internationaler Ebene gibt es ja da immer so ein paar Mittel und Wege, wie man ganz abseits jetzt von dem syrischen Parkett Dinge hinter verschlossenen Türen regelt. Was mich extrem verwundert und gar wirklich geärgert hat, war letztes Jahr, dass während die Revolution in Syrien sich immer weiter gesteigert hat und immer härter und schärfer wurde, auf einmal die Meldung kam, oh, Russland wird auf einmal WTO-Mitglied. Das hat mich dann doch etwas zur Weißglut gebracht. Weil da hat man natürlich schon Ebenen, wo man Russland auf den Leib rücken kann. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass Russland jetzt nur ein Lieferant, nicht nur an Syrien was, Waffen liefert. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, diese eine große russische Firma, die Waffen liefert. Die soll auch an die Amerikaner Waffen geliefert haben in den letzten Jahren. Unter Obama ausgerechnet. Für Afghanistan. Ob das stimmt, werden wir noch eruieren müssen in den nächsten Tagen. Aber man könnte dann natürlich ein paar Deals machen auf ganz hoher Ebene, um Russland hier auf den Leib zu rücken, tit for tat. Auf der anderen Seite kann natürlich auch gerade die EU und Amerika, indem sie auf SWIFT zugeht, nämlich diese Organisation, die für internationalen Zahlungsverkehr zuständig ist, sagen, Leute, ihr macht es bei Iran, ihr wickelt für iranische Banken keine Geschäfte mehr ab. Also warum macht ihr das auch nicht mit syrischen Banken? Es muss verhindert werden, dass die syrische Zentralbank und andere syrische Banken überhaupt noch irgendwo was kaufen können, noch irgendwo was bezahlen können. Man muss diesen Verkehr unterbinden und das ginge, wenn man das dieser Organisation nahelegt. Ja, ich wollte da nur noch mal kurz eingehen, genau mit dem russischen Veto und darum, welche Szenarien sich jetzt anbieten. Es wird in den Medien vieles darüber geredet, algerisches Szenario, libysches Szenario oder ja, Kosovo-Serbien-Szenario und so weiter. Das Problem ist, Russland bewaffnet das Regime weiterhin. Es sind offenbar wieder neue Schiffe angelandet mit Waffen. Sie haben sich hochgerüstet, nur mit einem Ziel, den Aufstand niederzuschlagen. Und was jetzt im Raum steht, ist eine Lieferung neuer Kampfjets. Über 30 russischer Kampfjets nach Syrien. Können Sie sich ausdenken, was das für Folgen haben kann? Wenn es so weitergeht wie bis jetzt, was daraus möglicherweise entsteht,